wir trotzdem ein Foto mit dir machen. Ja, klar. Ja. Wie finden Sie das? Erst Bodybuilder? Geschmacklos. Geschmacklos? Ja. Warum sagen alle Männer, sie vögeln ohne Gummi? Ich finde es so ekelhaft. Also bei dir nur mit, oder? Ja, schon. Eigentlich schon. Ja, aber ich So Leute, wir sind jetzt hier in der Stuttgart Innenstadt. Wir hören einfach mal zum Beispiel jetzt die Mädels da drüben, was die über Martin sagen, ob die es gut finden. Wie lange na? Lange mal na. Warte, billig, morgen teuer. Ja, schauen wir einfach mal ein paar Reaktionen. Das ist was für dich? Was ist das? Proteinbar. Proteinbar? Ja. Das kannst du brauchen, ne? Was hast du bestimmt? 5 Euro. 5 Euro für ein Proteinriegel. Ja, klar. Wenn ich ihn anfassen darf, dann kriegt er es umsonst. Das machen wir aber nicht. Du musst doch heute Abend noch. Wir brauchen Kohle für heute Abend. Sorry. Ja. Könnt ihr euch mir mal verändern? Ja, klar. Ich könnte mich auch als Tripper engagieren für heute Abend. Aber da findet kein. Okay. Luftballons, Gummis haben wir, wenn du sowas brauchst. Weil ich normalerweise mache ich es immer ohne, aber. Also dann nimmst du halt. Warum sagen alle Männer, sie vögeln ohne Gummi? Ich finde es so ekelhaft. Also bei dir nur mit, oder? Ja, schon, eigentlich schon. Ja, aber ich muss die Oberteile verstehen. Dann nehme ich bei dir einen Gummi. Nimmst du einen Gummi? Wir machen die Umfrage, ob Frauen auf muskulöse Männer stehen. Gut, tut mir leid. Frauen schütteln. Ich kann nicht persönlich alles sagen. Ja, ich spiele Volleyball. Das ist zu viel. Ich bin nicht oft zu viel. Also ich habe Arbeit und alles. Ja, klar. Ja. Nee, bei mir zu viel, bei ihm zu viel. Nein, wir haben nur eine kurze Frage. Und zwar, wie findet ihr diese Muskeln von Martin? Ist zu viel, oder? Ein bisschen zu viel. Ist zu viel? Wo ist Fessle? Ja, das ist fest. Wo ist Fessle? Zeig du mal, mit einem Sixer kann man nicht leben. Also ich finde, wenn du dich jetzt deine Hose ausziehen würdest, könnten wir das besser beurteilen. Du fragst einfach so. Wir besser beurteilen, perfekt, genau so wollten wir das. Das geht doch nicht. Vielleicht kennt ihr schon, aber wir fragen einfach nochmal, wie findet ihr das? Wie findet ihr die Muskeln? Ist das viel oder steht ihr auf Muskeln? Na, eine Umfrage. Ja. Das Feld des Mädels stehen sie eher auf die Kategorie Jungs drauf. Ja. Sind noch richtig Jungs. Mir ist es egal eigentlich. Okay. Also es sieht gut aus, auf jeden Fall. Dankeschön. Aber ihr sieht auch gut aus. Martin und ich sprachen uns. Okay, cool. Haben wir das hier. Okay. Dankeschön. 100 Gramm Reis, 600 Gramm Pute, Salat, bisschen Oliven. Richtig geil. Nein. Aber ich war hier. Das haben wir schon mehrmals gehört, ja. Leute. Also, habt ihr Verständnis dafür oder könnt ihr es nicht nachvollziehen, warum jemand zu viel muss? Nee, ich find's in Ordnung. Wenn das mehr zu viel ist, voll in Ordnung. Jeder wie er will. Ja, genau. Zu viel. Und du? Also eigentlich ist es ein bisschen cool, aber schon so. Zu viel gibt's eigentlich nicht. Umgehen und posten, komm. Zum ersten Mal in meinem Leben spiele ich Fußball und bin gleich besser als zwei Profis. Wer bin ich? Komm mal näher. Deine Umfrage, wie ihr Muskeln findet bei Männern, jetzt vor allem bei ihm. Oh, you touch my tralala.
mein Ding Ding Dong. Bisschen weniger, okay. So wie bei ihm jetzt. Ja, ich hab das so viel. Bei ihm eher ein Kameramann. Ja. Doch. Ja. Okay. Der Martin, Alter. Ja, findest du Muskeln oder bei ihm zum Beispiel? Übertrieben. Übertrieben? Hände rutschen. Wenn es dann wieder in die Off-Season geht, dann hole ich mir erstmal so einen ganzen Pack voll. Für alle meine veganen Freunde, die perfekte Abteilung. Ich würde mich eine Frage stellen. Ja? Es geht um den jungen Herrn hier. Wie finden Sie das? Er ist Bodybuilder? Geschmacklos. Geschmacklos? Ja. Wir haben jetzt erstmal eine Frage, und zwar, wie findet ihr Muskeln bei ihm? Ja, der wird mir mehr. Ich bei dir mehr. Bei mir ist mehr. Mädels, Mario, Foto. Mami, komm mit auf die Video. Ja, das passt, alles gut. Dankeschön. Schön. Schön. Ich hab auch schon gut geschafft. So, so nimm's.